Dienstagmittag am Fischbrunnen. Was aussieht wie ein entspannter Mittagspausenzeitvertreib, entpuppt sich schnell als echte Slapstick-Nummer. Irgendein Scherzkeks hat eine echte Forelle in das Münchner Wahrzeichen gekippt und die sorgt für allerhand Verwirrung. Zuerst kam die Feuerwehr, ohne Erfolg. Dann kamen die Experten vom Fischgeschäft samt professioneller Fischfangausrüstung. Zu zweit versuchten sie das Tier in die Enge zu treiben, ebenfalls ohne Erfolg. Die Forelle wollte sich einfach nicht fangen lassen. Wir versuchen seit einer halben Stunde vergeblich, das Viech da rauszubringen, ohne Chance. Wir stellen uns einfach zu deppert an. Die schlaue Forelle hat die beiden Fischkenner geschickt um die Flosse gewickelt und wollte einfach nicht raus aus ihrem neuen Aquarium. Da wurde schon mal über drastischere Maßnahmen nachgedacht. Den Brunnen ablassen, einen Netzzug starten, das Wasser einfrieren und in Blöcken raussägen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, keinen Plan. Münchens wohl bekannteste Forelle hat jetzt auch schon einen Namen. Fridolin. Ist doch eigentlich kein Problem, wenn er drin bleibt, oder? Wenn er will, na, kein Problem, da drin zu überleben. Die Touristen werden ihn füttern mit Brot, mit Wurst, mit Leberkäse. Alles, was so ein Fisch gern mag. Mai geht's dem aber gut. Kein Wunder, dass Fridolin da nicht raus will. Vorerst einmal wird er in seinem neuen Zuhause sowieso bleiben dürfen. Oder eher müssen. Und der Münchner Fischbrunnen kann endlich seinem Namen alle Ehre machen.